Frisches Blut ist nah. Ich kann es riechen. Wir werden überfallen. Reißt diese Schracks in Stücke. Habt ihr das gehört? So, mal gucken. Irgendwo Grog oder ein Feuer? Nee, ne? Du wirst bluten. So, mal gucken, ob der Herr empfindlich ist. Ja. So, jetzt ist er ja schon fast tot. Bisschen was wird er ja auch schaffen, Jungs. Nein, er hat Schmerzen, verdammt, jetzt lädt er sich wieder auf. Darf doch nicht wahr sein. Flüchtet. Nein, ich habe keine Pfeile. So, komm. So, sehr schön. Das haben wir festgenagelt. So. Und pass auf. Zack. Jawoll. Überfall gelöst. Nakra, der Tollkühne, ist gestorben. Na bitte. 49 Macht haben wir gekriegt. Das sieht doch schon mal besser aus. Hört sich besser an. Und ja. So, hier gibt es noch mehr Sklaven zu befreien. Einmal da oben. Ja, machen wir das gleich. Aha, ja, sicher. Der hat sie bestimmt am Feuer verbrannt, weil er zu nämlich ist zu laufen. So. Und du auch. Wir wollten uns wehren, haben sogar Waffen gestohlen. Doch dann haben sie meine Freunde gefasst. Danke, Waldläufer. Ja, komm schon. So. Ja, den haben wir auch geholfen. Und er schippt weiter. Na gut, wenn Spaß macht, bitte. Apropos Spaß. So, wo wollten wir jetzt hin? Hier wollten wir hin. Schutzlos. Ah, okay. Dann machen wir das so. Wir reisen hier hin, machen das erst schnell und danach machen wir noch den Häuptling. Einfach, weil es viel Macht gibt. Und dann gibt es den Hauptauftrag. Versprochen. So, dann schauen wir mal. Einmal runter. So. Komm her hier. Oh, du auch noch. Okay, und der Auftrag ist da oben. Dann mal fleißig geklettert. Okay. Klingenleihgabe. Die Ausgestoßenen wurden bei dem Versuch niedergeschlagen, die Schwerter der Uruks zu stehlen. Nun ist es an dir, den Kampf fortzusetzen. 250 Myrian. Ja, werden wir schon irgendwie hinkriegen. Die sind jetzt bestimmt alle hier in der Festung, ne? Eieiei. Tja, 3 Uruks bitte einmal töten mit der Fähigkeit Terrorisieren von oben. Naja, gut. Kannst so probieren. Viele Kula hast du noch nie gesehen. Du solltest dankbar sein, dass ich sie getötet habe. Das Einzige, das du getötet hast, waren ein paar Sklaven, die schon nicht mehr stehen konnten. Ich kenne den Unterschied zwischen einem Kula und einem Alter. So. Und zack. Und du auch noch. Du bist hässlich. Und du bist auch hässlich. Und du erst. Was? Nein, nicht der Lampenschirm. Was ist denn da los?
Meine Herren. Okay, jetzt haben wir erstmal zig Pfeile verballert. So, aber jetzt können wir gleich nochmal terrorisieren. Terror. Ah, kommt her, Jungs. Durch die Decke gesprungen. Das kann auch nur er. Gut, hier haben wir zig Karagore, die wir freilassen könnten. Schade. Ich wollte eigentlich eine Aufzählung machen, aber das hatte ich ganz hingehauen, wie es scheint. Da hinten ist ein Sklave. Ich kann es nicht mehr länger ertragen. Bitte hilf mir. Ja, mach ich doch. Es gibt noch andere, die dich brauchen. Bitte finde sie. Mach ich. 5 Sklaven. Aber was machen die denn ständig? Was war das für ein Geräusch? Was wolltest du mit den Schwertern anstellen? Ja, ja, sei ruhig, sei ruhig, sei ruhig. Oh nein, der sieht uns. Danke, Waldläufer. Unsere Freunde sind in der Nähe. So, wir brauchen wieder Pfeile. Ja, das war's sicher. So, hier klettern wir mal hoch und machen das Ganze von oben. Echt? Das ist nur ein Gerücht. Hier ist niemand. So, zack. Oh, da war der Kopf weg. Habe ich da gerade etwas gehört? Ja. So, den lassen wir frei. Gut, die Zusatzfähigkeit. Wir können unsere Freunde nicht alleine retten. Den Zusatzauftrag haben wir schon erledigt. Und jetzt machen wir die noch platt. Na, halt doch mal still, Junge. Na komm. So. Okay, hier gibt es noch Informationen. Die schauen wir uns mal an. Und sammeln Infos über... Ach, der hat schon wieder Stress hier mit Feldusch Trümmerschild. Naja, werden wir sehen. So, wer bist du denn? Skoon Kerkermeister. Fürchtet, dass Talion seine dunklen Kräfte einsetzen könnte, um ihn zu vernichten. Ja, da könnte er sich gar nicht mal irren. Kannst du mich hören? Ja. Wir brauchen Hilfe. Kein Problem. So. Den haben wir es auch. Es sind noch andere in der Nähe. Hilf ihnen, Waldläufer. Jetzt schnell hoch hier. Oh, oh, nein. Ihr seid wer und denkt, ihr könnt uns besiegen? Wir sind Urus. Ihr seid nicht. Ah, okay, da sind eine ganze Menge. So, dann gehen wir mal hier hoch und gucken hier nochmal, ob wir uns von hier ordentlich ranpirschen können. Das wäre ja nicht verkehrt. Ach, guck mal. Vielleicht hilft das ja. Gut, das sind Schildträger, die halten das aus.
Jetzt haben wir keine Elbengeschosse mehr. So, komm runter mit dir hier. Du musst uns retten. Ja, mach ich. Gut. Danke, Waldläufer, doch ich werde wiederkehren. Wir werden diese Waffen stehlen und uns gegen die Orks auflehnen. Sehr gut. Kann ich nur unterstützen. So. Lothron gesammelt. So, jetzt brauchen wir noch einmal Pfeifenkraut, dann haben wir auch noch so eine Nebenmission wieder erfüllt. Und dann sind wir gut unterwegs. So, was ist das? Ist das zufällig Pfeifenkraut? Nee. Azuradan. So, wir wollten jetzt dorthin. Okay. Dann machen wir jetzt noch eine kleine Häuptlingsmission und dann geht's weiter in der Hauptquest, in der Hauptstory. So, so, so. Okay. Fordere Naskuga, der Verfallene, heraus, indem du seine Schildträger tötest. Belohnung 70. Power. Macht. Annehmen. Unser Feind verkriecht sich hinter Schildträgern. Kein Problem. Überlass sie mal mir. 5 Stück sollen wir töten. Und da werden gleich die ersten beiden fallen. So, das waren schon mal die ersten beiden. Ach, da unten ist noch ein Idilin. Das. Wollen wir uns direkt auch. Moment mal. Ach, da oben. Ah, alles klar. So, da tun wir uns auch noch schnell, wenn wir einmal hier sind, ne? So. 50 Mirian. So sehe ich das allerdings auch. Es gab ein Königreich, hier in Mordor. Es wurde im Widerstand gegen den dunklen Herrscher errichtet. So, und ist das schon Nummer 5? Ich glaube, ne? Ja. Naskuga. Naskuga. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, was er so für Fähigkeiten hat. Okay, er leidet Schaden durch Kampftodesstöße und durch Fernkampfangriffe. Ah, gut. Okay, das ist. Ja. Meine, so viel Pfeile haben wir nicht. Nicht? Ich bin immer wachsam. Sieht aus, als hätte er nicht aufgepasst. Na, komm schon. Ich fühle sie nicht. So nah! Ich bin zu klug! So. Genau in seine Vollwunde rein. Pfui. Bist du hässlich. Bist du pfui. Nicht beim letzten Mal. Go. Du kannst also ein Schild umgehen. Durch meine Verteidigung wirst du jedoch nicht gelangen. Werden wir sehen. Irgendwie musste er so bäulich geworden sein. So. So, das war er. Toll, jetzt habe ich hier extra noch die Eigenschaft freigeschaltet. Hat sich gar nicht gelohnt. So, okay. Verborgene Kräfte. Erhöht die Dauer der letzten Chance. Nur, das klingt gar nicht mal verkehrt. Aber erstmal machen wir uns auf den Weg nach da oben. Was? Das dunkle Monument. Obwohl, nein, das mache ich in der nächsten Aufnahme. Ein bisschen Spannung muss sein. Ich meine, okay, ihr kriegt die Folgen sowieso jeden Tag, aber egal. Für mich ist es Spannung. Ja,
Und da stehen wir hier schon perfekt. Okay, das war's dann wieder für diese Aufnahme. Jo, war nicht verkehrt, denke ich. Ein Häuptling, ein paar Hauptmänner haben wir platt gemacht und Sklaven haben wir auch befreit. Denke, das ist eine recht positive Bilanz. Dann kann es beim nächsten Mal weitergehen mit dem dunklen Monument, was das wohl sein wird. Wir werden es sehen. Ihr werdet sehen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut, habt einen schönen Tag. Ahoi.